Horses and Dreams meets Royal Kingdom of Jordan. Es sind eben nicht nur die Weltstars des Dressur- und Springsports, die hier an den Start gehen und Jahr für Jahr tausende Zuschauer auf den Hof Kasselmann locken. Es sind diese Momente für die jüngsten Teilnehmer von Horses and Dreams, die diese Veranstaltung auch emotional so einzigartig machen. Kinder in Konzentration auf ihre Ponys, mit ihren ersten öffentlichen Auftritten im Reitsport, mit Freude und Glück in ihren Augen und Anspannung und liebevolle Nervosität der Eltern, Familien und Begleiter. Das ist der Cup der Sparkasse bei Horses and Dreams. Emma, das war eine Riesenrunde, das Publikum war aus dem Häuschen. Heute warst du Fünfter. Warst du auch zufrieden mit deiner Vorstellung? Ja. Pony fühlte sich gut von oben an? Ja, eigentlich schon. Und wie sieht so die weitere Saisonplanung aus? Wie viele Starts wirst du noch haben? Ich glaube, sehr viele schon. Ganz herzlichen Glückwunsch, war eine super Runde. Dankeschön. Ja, Sie betreuen hier eine der, ich möchte fast sagen, wichtigsten Prüfungen, die an diesem Wochenende hier bei Horses and Dreams stattfinden und, was die wenigsten wissen, auch mit der größten und längsten Tradition. Genau, das stimmt. Die Sparkasse begleitet diesen Cup jetzt seit 1997, quasi seit Bestehen dieses Events. Und wenn man so schaut, wie sich dieses Event in den letzten Jahren entwickelt hat, sind wir immer noch sehr froh, dass wir diesen Jugendreiter-Cup weiter begleiten dürfen. Und schließlich entsteht hier auch der Nachwuchs für die Großen nachher. Und so gesehen sind wir schon sehr stolz darauf, dass wir es auch so lange begleiten dürfen.